Hinter dem Startup Booster steckt die Idee, dass man junge Unternehmen mit dem unterstützt, was sie typischerweise in der Anfangsphase nicht zur Verfügung haben. Ich habe ja in den letzten Jahren sehr viel Kontakte zu Startups auch gehabt und habe immer wieder festgestellt, dass drei wesentliche Engpassfaktoren das Wachstum limitieren. Das ist zum einen das Geld, finanzielle Mittel, zum zweiten personelle Ressourcen und das dritte Zugang zu Kunden. Genau hier möchten wir anknüpfen. Wir werden uns an dem Preisgeld beteiligen, die Finanzierung zur Verfügung stellen und den Kontakt zu unseren Netzwerkpartnern herstellen. Der Startup Booster ist in Wiesbaden ein in dieser Form einmaliges Angebot, der Gründerinnen und Gründer in allen relevanten Fragen berät und unterstützt. Und dabei sind sowohl der Preis für die Gewinner als auch das Raumangebot gar nicht das Entscheidende. Entscheidend ist die Beratung durch qualifizierte und erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer und ein kompetentes Team. Ich glaube, dass für Teilnehmer und insbesondere natürlich die Gewinner des Startup Boosters der Vorteil oder der Nutzen darin besteht, dass man sich in der frühen Phase auf die eigene Geschäftsidee konzentrieren kann und dass man eben in anderen Dingen, wie beispielsweise der Gewinnung von Kunden oder auch den Supportfunktionen, die ja keiner so richtig gerne macht als Gründer, vielleicht auf ein erfahrenes Netzwerk, ein erfahrenes Team verlassen kann. Die Gründer starten nicht alleine ins Abenteuer Selbstständigkeit. Der Nutzen für die Teilnehmer ist ganz konkret. 2 Jahre keine Miete, Nutzung der UGW-Infrastruktur und signifikante Beschleunigung des Umsatzwachstums. Bewerben können sich alle Unternehmen, die frische und neue Geschäftsideen im Bereich der digitalen Industrien haben. Der Auswahlprozess sieht wie folgt aus: schriftlich bewerben, Einladung zur Präsentation und Auswahl der Besten. Ja, überzeugen muss nicht nur die Geschäftsidee, sondern auch die Unternehmerpersönlichkeit. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man deutlich macht, dass man für seine Geschäftsidee einsteht und sich mit aller Kraft dafür einsetzt, aber auch die Offenheit mitbringt, Ratschläge von erfahrenen Ratgebern zu berücksichtigen. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann überzeugt man auch mich. Mein Tipp wäre, nicht lange überlegen, einfach bewerben.